Hallo Leute, und hier ist auch schon die zweite Folge zu Rock oder Ähnliches, Nummer 2 im März 2013. Und das ist jetzt die spezielle Folge, wo wir Hurts und Depeche Mode miteinander vergleichen. Ja, fangen wir mal mit Hurts an. Hier sehen wir jetzt das Cover zu dem Album. Es ist schlicht gestaltet und auch düster. So wie man es nicht erwartet hat, denn man hat wieder das erwartet, was auf dem ersten Album von Hurts zu hören war. Was mir besonders gefällt, ist, dass das Album aggressiver, rockiger und allgemein besser geworden ist als das Vorgängeralbum. Und auch die ganzen Songs und so, das ist einfach die Vielfalt der ganzen Songs ist einfach herausragend. So, wenn man sieht, der eine Song beginnt sehr ruhig, wird dann in der Mitte immer extremer. Und welche anderen enthalten Dubstep-Elemente. Dann die anderen sind die ganze Zeit ruhig und einfach wirklich diese düstere Atmosphäre bleibt halt immer erhalten. Das ganze Album fängt schon mit einem sehr, sehr guten Titel an, Exile, genauso wie das Album. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Gesamtüberblick über das Ganze. Das ist Sandman auf jeden Fall auch nochmal ein richtig geiler Song sozusagen mit Orwo-Melodie und wirklich dieser Frauenchor im Hintergrund, der pfeift, das bringt halt wirklich auch nochmal das Düstere. Ich empfehle sehr, euch das anzuhören, wenn ihr abends im Bett liegt. Und ja, also auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, bringt diese Atmosphäre auch hervor, dieses Dunkle. Weil wenn man sich das so im Hellen draußen anhört, dann kommt das nicht so gut rüber. Oder wenn man abends nach Hause läuft, das ist einfach perfekt. Ja, und ich hatte auch Dubstep-Elemente erwähnt. Die kommen in Mercy vor. Also es war auf jeden Fall sehr interessant mal, dass die Stimme so ein bisschen Dubstep-mäßig eingesetzt wird sozusagen. Dass er das dann in diesem Dubstep-Takt alles einsetzt. Ja, zu diesem langsamen und auch düsteren Titel, den ich erwähnt hatte, den haben Hurts auch in ihrer Dokumentation zu dem Album erwähnt und besonders gepreist. Das war nämlich The Crow. Und auf jeden Fall, dieser Song ist wirklich sehr schön und ja, also der kommt auch gar nicht aus diesem Düsteren raus. Und wenn man alle denkt, ja, wenn das so langsam ist, nee, überhaupt nicht. Das kommt überhaupt nicht aus diesem Fenster raus. Das ganze Album, das bleibt da drin. Es wird nur ein bisschen nach The Crow und nach der Ballade Somebody to Die For You nimmt das Album so ein bisschen ab. Das sind dann aber auch noch die 4-5 Titel, die da kommen. Die machen das auch alles nicht mehr jetzt so richtig, dass es noch ein schlechtes Album wird. Nein, die sozusagen führen einen so langsam zu einem Ende des Albums. Da merkt man schon, dass da ein bisschen die Power rausgeht. Aber gut, okay, Rope ist vielleicht auch nochmal ein Song, der auch nicht schlecht ist. Und ja, also wie gesagt, das einzige Kritikpunkt so ein bisschen, was draufsteht, so, dass da Pop drin ist, das stimmt gar nicht. Das ist kein Pop mehr, das kann man nicht mehr als Pop bezeichnen. Kann man höchstens noch als Synthie-Pop bezeichnen, aber das ist schon mehr, geht schon mehr in Richtung Alternative. Und, ja, also es gefällt mir auf jeden Fall sehr und ich freue mich auch schon auf mehr, wenn jetzt mehr Single rauskommen. Die nächste wird wahrscheinlich Somebody to Die For You und ich hoffe, dass da wieder eine richtig geile B-Seite drauf ist. Nun gut, jetzt haben wir von Hurts gehört, deren Vorbilder Depeche Mode waren, wie gut ihr Album war. Jetzt stellt sich nur die Frage, hat Depeche Mode die Erwartungen erfüllen können? Wie haben es denn die Großmeister des Synthie-Pops gemacht? Starten wir ein bisschen chronologisch mit der Reihenfolge vom Album. Also erstmal erkläre ich euch noch was zum Aussehen des Booklets. Also das ist die Special Edition. Hier sehen wir auch zwei CDs. Und ja, also auf jeden Fall Artwork wieder super gemacht. Hier wieder die düstere Atmosphäre, die man sich gewünscht hat. Wie auch bei Hurts. Werden auch schon durch die Bilder hervorgerufen. Sehen wir auf jeden Fall. Alles sehr super. Dann auch hier zum Beispiel eine Doppelseite mit Liedtext, die dann zwischendurch immer mal fortgesetzt wird. Aber halt diese Schwarz-Weiß-Bilder, die machen zum Teil dann auch Depeche Mode mal aus. Dann sieht man hier auch, hier an dem Bild sieht man auch, dass Depeche Mode, dass die wirklich keinen richtigen Schlagzeuger mehr haben. Die sind ein bisschen mehr auf Gitarre übergegangen, was ich schade finde, weil ich fand diese Beats von damals, wie zum Beispiel People Are People, fand ich richtig gut. Ich bin auch ein sehr großer Depeche Mode-Fan. Aber gut, wir werden uns gleich mal das Album angucken, wie es so geworden ist. Hier ist zum Beispiel ein sehr lustiges Foto, das wird auch im Artwork
Soothe My Soul, der zweiten offiziellen Single des Albums, verwendet werden. Ja, hier die farbigen Bilder, sie kommen ja nicht ganz so gut rüber. Ja, Dave hätte sich vielleicht eine andere Jackenfarbe aussuchen können. Aber, nun gut, das Bild ist auch nochmal sehr schön. Hier sieht man zwar keine Bandmitglieder drauf, aber es hätte durchaus auch das Albumcover werden können. Denn ich finde, das hier ist nicht das beste Albumcover, das man hätte wählen können. Vielleicht hätte man sogar das machen sollen. Wieso nicht sich selbst auf dem Albumcover machen? Ist doch kein Problem. Gut, starten wir mit dem ersten Song, Welcome to My World. Also der verspricht schon mal sehr viel, dass, okay, nun von dem Instrumentalen her, man weiß, die Beschmutzung hat sich einfach anders entwickelt und das knüpft so ein bisschen an Sounds of the Universe an. Aber ja, das ist auf jeden Fall, der steigert sich dann immer mal weiter herein, der Titel, und wird dann zum Schluss sogar noch richtig gut. Die Fortsetzung, Angel, ist dann doch so ein bisschen, ja, experimentell, so ein bisschen an Blues und weiß ich was, so ein bisschen angelehnt und Soul und alles. Und ja, das gefällt nicht so ganz, das Aggressive in diesem Song, das passt einfach nicht dazu. Und auch die Stimmlage von Dave Gahan passt gar nicht zu dem Song. Aber okay, es ist kein schlechter Titel, da sagt man einfach nur, ja, so lala, okay, ja gut, ist halt ein neuer Titel, was soll's. Ja, auch der Titel, der danach folgt, die Single Heaven, von der wir hier nochmal beide Artworks betrachten können und auch beide Versionen der Single. Ja, sie ist sehr langsam, sie ist gefühlvoll, aber es ist nicht das Deepish Mode, was wir kennen, es ist anders. Es ist, ja, für eine Vorab-Single, das war vorher Deepish Modes Meister. Stück sozusagen, die konnten immer die Vorab-Single, da konntest du sagen, das wird sofort ein Hit. Es ist auch ein Hit geworden, also Platz 2 sofort auf Anhieb. Danach ist es aus den Charts verschwunden, jetzt nach dem Echo ist es wieder gekommen, aber man sieht, auch beim Echo haben sie den Titel nur Playback vorgetragen. Vielleicht gefällt er ihnen selbst nicht. Man weiß es nicht. Nun gut, so viel zu Heaven. Und ja, nächster Titel wäre dann Secret to the End. Und was soll man dazu sagen? Also da habe ich mich so wieder richtig, dachte ich, erst so als ich die ersten Plattenkritiken zu dem Album gelesen habe, dachte ich auch so, was? Nein, wieso? Und ich habe mir das dann angehört. Ich habe gar nichts auszusetzen gegenüber dem Titel Secret to the End. Also ich finde den sogar mit einer der gelungensten Titel. So auch vom Refrain, auch wenn er immer wiederholt wird, trotzdem, er wird nicht wiederholt. Immer so ein kleines Detail wird geändert und es passt auch in diesem Song, nicht so wie bei Justin Timberlake, wie ich im Video davor schon gesagt habe, wo ihr übrigens hier nochmal raufklicken könnt, wenn ihr euch das angucken wollt. Aber egal, weiter im Text. Zu My Little Universe. Überspringt den Titel. Hört ihn euch nicht an. Bitte nicht. Das ist der schlechteste Titel auf diesem Album. Ich dachte auch, okay, fängt jetzt das Grauen an, wenn ich die ganzen anderen Titel denn höre. Wären die auch so? Nein, zum Glück nicht. Geht nicht gleich auf, wenn ihr diesen Titel hört, mitten des Albums. Der Rest des Albums wird nicht. Der hat noch mal seine Höhepunkte, aber My Little Universe sofort überspringen. Ihr könnt ihn euch einmal anhören, um euch so einen Eindruck zu verschaffen, was da so zusammengereimt wurde. Hört sich eher wie ein schlechter Remix an von einem guten Deepish Mode Song. Also da hätten sie wirklich aus dem Gesungenen mehr rausmachen können. Also die Musik, die sie da im Hintergrund bringen, ist nicht. Nein, überhaupt nicht. Zu Slow dann, der nächste Titel. Auf jeden Fall ein sehr guter Refrain und auch allgemein der gute Text. Ist ein bisschen langsam, aber dass die Gitarre, wie die dort eingesetzt wird, wird schon gut gemacht. Und da sieht man dann auch wirklich, dass das Schlagzeug so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Seit dem Ultra-Album. Was natürlich auch mit dem Fehlen von Alan Wilder zu tun hat, da der ja damals der Hauptschlagzeuger war, auch die Beats gemacht hat und sehr viele Songs mitgeschrieben hat mit Martin Gore zusammen. Und auch die Hauptideen dann dafür hatte. Auch wenn Martin natürlich, das ist ein wichtiges Bandmitglied, der muss erhalten bleiben, sonst ist Deepish Mode kein Deepish Mode mehr. Und ja, gehen wir erstmal zum nächsten Titel, Broken, über. Broken ist so, ja, so ein bisschen, ich finde, der Titel erinnert auch so ein bisschen an Playing the Angel Zeiten, so von 2005. Der kommt am Anfang so ein bisschen, ja, merkwürdig rüber. So, wo man sich dann denkt, okay, schon wieder so ein Titel. Aber zum Refrain auf jeden Fall blüht er richtig auf.
Und geht dann auch, dann versteht man auch, wie so der Pre-Chorus und alles, die Textzeilen so gemacht wurden. Allerdings hätte ich mir da vielleicht so ein bisschen beim Instrumental noch mehr gewünscht, hätte man mehr draus machen können. Aber trotzdem so zwischendurch kommen dann immer mal ganz gute Instrumentalstücke zusammen und das ist auf jeden Fall sehr gut. Nun kommen wir zu dem Titel, der Martin Gore selbst gehört. Er hat ja mal seine persönliche Note noch im Album so ein bisschen drin, wo er einen Song hat, wo nur er singt und gar nicht mal Dave Gahan dran beteiligt ist. The Child Inside. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Titel und lässt sich sofort auch an andere selber gesungene Songs von Martin Gore anknüpfen. Home wird natürlich immer noch der beste Song von Martin Gore alleine bleiben. Aber trotzdem nicht schlecht, wie immer. Also ich, Jezebel und alles kann ich mir super gut anhören. Gut, ja. Dann, der nächste Titel ist ein Doppeltitel, Soft Touch, Raw Nerve. Und ja, der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Der wurde auch schon live beim Letterman gespielt. Da dachte ich dann so, okay, was ist das? Aber beim Anhören, er ist hörbar, es gibt nichts auszusetzen an diesem Titel. Ja, ist rockig. Wie die Beschmut jetzt in den letzten Zeiten auch immer durch die Gitarre mehr geworden ist. Und jetzt komme ich zu meinem wirklich fast Lieblingssong in diesem Album, Should Be Higher. Der hat die beste Gesangseinlage, wirklich, von dem gesamten Album. Wirklich das allerbeste. Und ich kann dann auch, wo sozusagen im richtigen Refrain ist die Gesangseinlage nicht, aber sozusagen, was danach folgt, nach dem Refrain, da dachte ich dann auch, kann Dave Gahan so hoch singen? Einfach unglaublich und es ist super gut anzuhören. Also ja, dann der nächste Titel ist Alone. Der wird von den Kritikern sehr hoch gelobt und ich find's auch gut. Ist eine sehr gute Instrumentalleistung, so wie man Deepish Mode kennt eigentlich. Jetzt nicht so wie zu Anfangszeiten People are People, da sind wir ja schon lange drüber weg. Aber halt so die Instrumentalanlagen, Beispiel Songs of Faith and Devotion zum Beispiel. Sehr gute Instrumentalleistung. Ja, dann nächster Titel, Soothe My Soul. Das, wie schon gesagt, wird die zweite Single dieses Albums sein. Mit dem Bild dann da drüben drin. Das so, wenn das Bild sich aufschlagen würde. Hier. Ja, also es ist Geschmackssache. Mir gefällt der persönlich, aber so, wenn man das alles auf dieser kritischen Seite betrachtet, die Strophen, echt, nee. Live, super, beim Letterman fand ich die Strophen sogar richtig gut. Da ist dieses Kratzige in der Stimme Dave Gahans wieder vorgekommen. Aber auf dem Album wurde es einfach nicht gut aufgenommen. Da wurde es dann alles so ein bisschen softer gemacht, als es live eigentlich ist und live können die wirklich die Songs noch besser rüberbringen, es sei denn, die machen wieder Playback, wie beim Echo, wo ich auch sehr enttäuscht war. Nun gut, aber letzter Song auf diesem Album, über die Doppel-CD werde ich nicht berichten, über die zweite. Die ist nochmal so ein extra Bonus, die könnte ich selber anhören und selber eine Meinung drüber bilden. Nee, jetzt Goodbye ist der letzte Song. Und der hat auch nochmal so ein bisschen was vom Charakter Songs of Faith and Devotion. Vom Rocking her und so, vom Text, ja, ist so halt wie am Anfang Welcome to My World gesungen wurde. Gleich sogar mit dem Einstieg. Welcome to My World. Hey, hört sie auch mit Goodbye auf. Wie sollte es denn auch anders sein? Ist doch auch super schön gemacht. Aber letztendlich müssen wir sagen, hört's im Vergleich zu Deepish Mode. Hört's 4 von 5 Sternen und Deepish Mode 3 von 5 Sternen. Hört's hat es diesmal besser gemacht als ihr Vorbild. Finde ich super, finde ich schön für Hertz. Also die haben das echt gut gemacht, die Jungs. Deepish Mode kann, ja, die lassen auch nach. Ist es das Alter vielleicht? Ist es der fehlende Schlagzeuger? Man weiß es nicht. Der neue Schlagzeuger, der jetzt immer live auf der Bühne mit drauf ist, der ja auch schon seit 98 damit arbeitet, der bringt jetzt natürlich auch immer so ein bisschen was ins Album, ist aber kein vollwertiges Bandmitglied. Und vielleicht liegt es daran, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ich wünsche euch noch, wie auch im letzten Video schon, einen schönen März noch. Und wir sehen uns im April wieder, falls es neue Highlights geben sollte. Man weiß nicht, was angekündigt wird. Ende April sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute.